一分钟带你了解精彩剧情。恒伟阔卜了一卦，怀疑他要找的人就藏在工人牢房内。恒伟阔在工人饮食中放迷魂药，恐方测出有诈，一滴未喝，专注炸药的引爆时机。恒伟阔又摆下鸿门宴，邀请向海音与信方一同出席。向海音嘱咐孔元千万不能射杀恒伟阔，否则会让潜逃计划功亏一篑。工人们全部被迷晕，恒伟阔带兵搜查牢房，但是并没发现可疑之处。信方夜访向海音，交出了自己的老底。原来信方也是冒名顶替的，真正的信方的确是煤机关的特务，一下船便让军统控制住，而军统的信方接替后，他的真正任务是刺杀恒伟阔和瓦格纳，阻止日军研究化学武器。而原定真正的信方将会在后天与煤机关另一名特务窗口在虎头山接头，到时所有假信方都会暴露，所以他们必须在后天之前刺杀恒伟阔完成任务。孔方终于引爆炸药，恒伟阔以为是一场地震，挖掘工作继续进行。算他为国尽忠了。自古以来，凡是战争时期，只有成败为大事，生死都不足为虑。你可以把口令告诉孙国亮，让孙国亮传给孔方，这样孔方就可以自由活动了。我会想办法尽快把口令传给孙国亮的。他们的口令是什么？很简单，全是数学题，都是加法，逢单加一，逢双加二。如果对方问你三加五，那么你回答就十；如果对方问你二加一，答案就是四。就这么简单？群体口令只能越简单越好，否则就会乱。明白了。各位，我平时对你们很友善，但是你们却给我找麻烦。我相信前天绑架瓦格纳先生的这个人就在你们中间。他怎么出去的？我觉得他是个天才。既然是个天才，我相信他也知道我不是等闲之辈。今天我们两个人应该有个了断，我希望他站出来，
因为我要给瓦格纳先生一个交代。如果说你要不站出来的话，我会随机枪毙十个人。你是滥杀无辜，谭厂长，在这个山里边，谈不上无辜二字。我可以明确地告诉你们，在我们日本的军队当中，我的军队杀人最少。我一直奉行《孙子兵法》里边的一句话：用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之。你们要感谢你们的老祖宗这些话，不然的话，你们早到阴曹地府去造飞机大炮去了。我说恒伟阔，哎，你用脑子好好想一想，好不啦？啊，你看看，你看看，你看，你防守的这么严密，怎么可能有人出去呢？是啊，我也在纳闷，一定是别的什么人吧？不可能有任何人。这个人一定在你们中间。既然我觉得他是个天才，我不相信一个天才能够看到自己的同胞被枪杀而无动于衷。突然之间冒出这么多天才来，我不相信你们中国人有这么多天才。不过，离正确答案不远了。Schönfang, hilfst du mir später, mit dem Probanden zu sprechen? In Ordnung. Professor Wagner, wird der Proband sterben? Ja. Können Sie die Versuchsperson nicht töten? Es ist schwierig. Ich brauche den Probanden, um die höchste und die niedrigste Menge zu bestimmen, die ein Mensch überleben kann mit diesem Nervengas. Herr Wagner, Sie sind doch ein gebildeter Wissenschaftler. Sie sollten den Wert des Lebens kennen. Niemand hat das Recht, das Leben anderer zu nehmen. Man soll das zum Vorwurf machen? Ich frage mich nur, ob das Leben des Probanden gerettet werden kann. Schönfang, du kennst selbst die Situation hier auf dem Berg. Ich kann mir meines Lebens hier selber nicht sicher sein. Und ich will hier nur schnellstmöglich weg. Herr Hanau. 你是怎么偷到了我们的衣服的，又把它藏在哪里了？怎么进出的我们的房间？把瓦格纳藏在什么地方？又是怎么把他给放回去的？这些都是需要你回答的问题。我为什么要告诉你？正确的回答可以挽救你的生命。生命诚可贵，
爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。哼，谁写的？李白？你可真是没有文化呀！这是匈牙利著名的诗人皮多菲的诗。听起来不错，但逻辑混乱。自由是什么？自由是享受生命和爱情。生命和爱情都没有了，谈什么自由啊？三国时期的司马徽说得好，识时务者为俊杰。我们国家的格言你知道的不少嘛。我再告诉你一个啊，我国西汉时期著名的将领陈汤说的一句话：犯我强汉者，虽远必诛。谭厂长是条汉子，我成全你，你将成为神经性毒气的第一个试验品。但是我很遗憾地告诉你，这个死法不舒服。是吗？好啊，我感到很荣幸。开始吧，等着。Jetzt bitte alle raus. Ihr könnt jetzt rausgehen. Bleib dort. Herr Tingshan, warum geht er nicht? Er warum nicht gegangen? Der Herr Junhuabin ist 11 Uhr da. Er kann nicht arbeiten. Er will in Hause nur 5 Minuten Zeit. Es ist ein Maler vom Militär. Er darf nicht rausgehen, denn er muss hier die Versuche skizzieren. Ein Maler vom Militär? Um Versuche zu skizzieren? Was soll das? 什么军化师，什么素描记录，什么意思？我们日本做事情向来严谨，气温过涨，表面变化，我们借由军化兵以素描记录之，以便来日有足够差异。Die Japaner meinen es ernst. Der Militärmaler skizziert das Experimentierverfahren und die Veränderung der Probanden, um in der Zukunft weiter zu forschen. Willst du damit etwa andeuten, wir Deutsche arbeiten nicht ernsthaft? 教授说，你认为他们不严谨了？否，意义上严谨也。然，军化兵是无军之必备，必得有记录素描，军令如山，不可更改也。Nein, ihr Deutschland ist berühmt für seine Seriosität, aber der Maler ist für uns notwendig. Der Befehl darf nicht missachtet werden. In unserem Vertrag steht, dass niemand neben mir stehen kann, wenn ich Versuche durchführe.在我的合约上没有写有军化兵要在旁边。合同意并无不能者，军化兵一说也。Aber im Vertrag steht auch nicht, dass wir den Militärmaler nicht dazu holen dürfen. In unserem Vertrag steht ausdrücklich, niemand darf im Raum sein, wenn ich Versuche durchführe. 我的合约上非常清晰地写到，我在做实验的时候不可以有任何人在旁边。实验并非外人。而必备之人，将如侵犯自由呢？
Er sagt, der Soldat muss hier sein, wie ich, Ihre Übersetzerin. Ich will mit General Heng Weikui sprechen. Er will Heng Weikui 将军. Gestern Nacht gut? Nicht. 正准备睡的时候，突然感觉到很大的震动，我想，也许是地震了吧。你一直在房间？没有，去了一趟庆芳小姐那。你跟她很熟吗？不熟。那为什么去啊？因为女人的原因，这趟进山本来以为只有一两天的事儿，没想到被将军留下来做翻译。 所以有一项女人必须带的东西没有，因此以后还是少和她接触吧。为什么？因为她是一个不一般的翻译。哦，谢谢将军提醒。 有点酸，高原咖啡。很在行啊。上大学的时候交过一个男朋友，家境非常好，所以那个时候我们经常在一起品咖啡。报告，马格纳教授，请求见您。将军，我用回避吗？不。 你现在是我的翻译，请。瓦格纳先生，请讲。General, ich kann nicht arbeiten, wenn bei meinen Versuchen jemand neben mir steht. 我不能接受，在我工作的时候，身边一直有人。我们要有第一手资料，需要记录。希望你忍耐一下。Ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren, wenn jemand neben mir malt. Wir haben auch im Vertrag ausgemacht, dass meine Arbeit nicht protokolliert werden darf. 可是我不能够忍受工作的时候旁边一直有人在作画，而且我也不允许我的工作。 被全程记录下来。我们总要有个记录啊！你告诉他，我可以向他保证，我的军画师绝不会影响他的工作。Sie das nicht unterlassen, werde ich streiken. 将军，如果你执意这样的话，我会罢工的。 今天天气好，我们放松一下。 Das Wetter ist schön heute. Lassen Sie uns einfach streiken. Wir machen heute Pause. Was meinen Sie damit? 他不明白将军什么意思。我的意思是，在暂时达不成共识的情况下，可以放一放。中国有句古话说的非常有道理，不要钻牛角尖。我请你看比赛。 Ich würde Sie gern dazu einladen, einen Kampf anzuschauen. Was für einen Kampf? 什么比赛？藤山君在日本是著名的搏击手。Herr Tengshan ist 想跟中国人过过招，咱们可以一起去看看。Er will mit den Chinesen einen Testkampf machen.
Ich habe keine Lust auf Gewalt. 他对比赛没有兴趣。兴趣是可以培养的。跟他说，不要固步自封。Geben Sie ihm eine Chance. Nehmen Sie seine Einladung an. Ein 小姐，秦芳小姐，你们有兴趣参加吗？ 我好像没有选择，我是瓦格纳教授的翻译，但是我本人真很暴力。哎，小姐，我非常想看藤山先生的搏击风采，非常愿意。请原谅我的失礼。藤山君，把兵工厂的中国朋友们请出来。 哎！哦，鬼子来了！快，你们俩掩护孔老师进密室。 全体起立集合，在洞口前列队。现在也不是放风的时间。我说是放风了吗？ Frau Hayen? Ah? Entschuldigen Sie, ich dachte, dass Sie etwas von mir übersetzen lassen wollen. Ich rufe Frau Hayen. Herr Wagner, was ist los? Kein Problem. Wann kommt General Heng Wei? Herr Teng Shang holt ihn schon ab. Geduld, er ist gleich da. Frau Shunfang, weißt du, warum die ganzen Japaner hierher kommen? Der General will Sie einen Kampf von Chor anschauen lassen. Einen Kampf? Ich streike heute. Ich will mir keinen Kampf ansehen. Wo ist die Logik dabei? Ich verstehe die japanische Logik auch nicht. Bogao. Weibian, Jay, Junbei, Wanbi. 瓦格纳已经去了吗？嘿。
今天知道跟谁比武吗？鲍同志，是他，但不仅仅是他。尚有旁人乎？谁也？兵工厂里的人。他们非是武之人，有善计，亦算不武。瓦格纳不听话，我要给他点颜色看看。敲山震虎。鲁之意思是，还用我跟你说清楚吗？ 连长，他们这干啥呢？用眼睛看，嘴巴少咧咧，不知道这危险。哦，通宝星子崩出去都会惹来枪子。我知道了，放心吧。我很喜欢你们中国的一部小说，《西游记》，里边的孙悟空经常拿着金箍棒，在他的师傅周围画大圈子，妖魔鬼怪进不来。 我今天画圈的意思是，它是个中立之地，暂时不属于中国，也不属于日本。本来它就不属于日本，它永远是中国的，我们才是这里的主人。不管是不是主人，这里现在我做主。我现在宣布，这个中立区暂时不属于我。 属于力量。藤山君是大日本国著名的搏击高手，想跟中国的武术高手较量较量。凡进入中立圈，生死自负，打死或被打死，皇军都不干预。有人若把藤山君打死，我们会恭送出山。 同志们，不要上当！韩厂长不在，我是副厂长，我负全责。我命令大家，不要比武。这个人怎么永远喜欢大声喧哗呀？啊！我很认真的告诉你，大声喧哗不是什么好事情。你不让大家去比。 In unserer Welt gibt es viele starke Menschen. Der General ergötzt sich sehr daran. Ich bin Soldat.
也不想和你比武，真想下去跟这帮小鬼子拼一仗。我不能莽撞，咱一暴露，所有人都没希望。 我跟你打，我没事了。带领我秘密回去，没事的，大哥，我小的时候学过一点武术。大哥，刘东哈将传授。 你说什么？刘东哈将传授。你是在学我们老祖宗讲话？你想当孙子？可惜你装的不像啊！你问我会打哪种拳是吧？我告诉你，我只会打一种拳，叫。 打王八拳！你，打呀！你这不用看着工友们一个个就这么死了呀？ Übersetzen Sie dem General, was ich sage. Ich bin es nicht gewohnt, mir solche Kämpfe anschauen zu müssen. Ich will mich zurückziehen. Hanweikuo 将军，巴格纳先生说，请你立刻终止这样的比赛，太血腥了，他不想看。教授是这个意思吗？是的，将军。教授。 这场比赛是我专门为你准备的，所以你一定要看完。Der Wettkampf ist nur für Sie. Sie müssen ihn anschauen. 我 muss ich mir diesen Kampf anschauen? Was soll das bedeuten? 你让我看这些到底是什么意思？ 因为教授终止了实验，所以这些标本都没有什么用处了。我不能拿给战士们的宝贵粮食来养这么多没有用的标本。Da der Professor mit den Experimenten aufhört, brauchen wir die Versuchspersonen nicht mehr. Wir können denen nicht das wertvolle Essen geben, das für die Soldaten vorgesehen ist. Wollen Sie mich etwa bedrohen? Ich kann nicht arbeiten, wenn ich bedroht werde. Dann werde ich alle Bilder töten, bis zum letzten. Das
soll das etwa heißen? 对，你就是最后一个。除非你不认为这是恐吓，那你就老老实实的看完这场比赛。 Sie müssen weiterarbeiten, sonst wird das Gemetzel nicht aufhören. Wollen Sie mir etwa auch drohen? Nein, das sind die Fakten. Wagner教授说什么呢？ 将军，信芳小姐在劝瓦格纳教授回去工作。看来信芳小姐也不喜欢这样的表演。 Aufhören! Aufhören! 教授认输了，他已经回去工作了。这小鬼的命可真大。 刚才为什么要劝瓦格纳？将军，我不习惯这么血腥的比赛。这好像超出了你的翻译职责呀。是的。但是，恒伟阔将军，我觉得这符合我们所有人的利益。瓦格纳教授现在回去工作了，而你又可以节约一个人体标本。我的确不喜欢这么血腥的比赛，但是现在的结果，不是对大家都有利吗？ 你说的都对，但是我说了终止比赛了吗？你要的不是已经得到了吗？我的得到了，藤山君得到了吗？所以比赛还要继续，带炮筒子。 不是团部的孙国亮吗？他来干什么？听说他是缉拿高手，连长，你说他能打赢那鬼子吗？这种情况之下，打得过是死，打不过也是死。鬼子不是说那地方是中立之地吗？鬼子的话你也信呐？炮筒子，你准备好了吗？随时恭候，随时恭候啊！哎呀，别废话了，来吧，来吧，来吧！哎呀！
怪人的呀。卡的呀，哎呀，不是自己的衣服，穿着就是不舒服呀。哎呀，啥破衣服这是？哎呀，真是！哎呀，再来！哎，这个小脖子，哎呀，来吧！哎呀！これでも逃げるか、おい。ちゅうさん、やっちゃいましょう。She to her man. Woman. Her pie. Woman. Now, Ruji Gong Fu, from her or like. 鸡毛蒜皮雕虫小技不算啥功夫。不报名牌上是看不起我。这行家一出手就看有没有。就你这点功夫我没法看得起你。在俺们村随便个大叔大娘出来呀，枕着我的胳膊一摔就一个跟头。ちゅうさん、こいつどうしますか。奴らと一緒に放り込んどけ。はい。え？ちょっと待って。ちゅうさ殿、彼に聞きたいことがあるのよ。よろしいでしょうか。何の話だ。この間の通訳代が半分だけもらいました。残り部分は誰かにもらえるのか。こっちでやるよ。いけない。
直接ご本人にもらわなければならないのです。おい、ちょっと連れてこい。ありがとうございます。自分で聞け。はい。孔方兄，你该给了吧？不都给了吗？喂，你说的是什么意思？在中国，孔方兄就是钱。管成子无实肉相，孔方兄有绝交书，管成子就是笔，孔方兄就是钱，所以，贺筒子，你见钱说话，逢单加一，逢双加二，我的钱你什么时候给？呀，你要啥钱啊？我这命都值不到油没油了，还要啥钱？你怎么这么不讲道理？现在还有讲道理的人吗？你，对不起，钱我不要了，因为他太不讲道理了。把那个衣服放到哪去？哎，帮我拿个衣服啊！诸位，即日起再添一个新人给入门。入门知道此人否？不管他是谁，他既然赢了你，是不是都应该送他出山外？比武结果只针对入门，不针对此人。韩卫将军宣布规则是他并不在现场。卑鄙！那如果知道此人是谁？他者，大名鼎鼎之炮筒子也。炮筒子？用入门中国话来说，他乃汉奸二鬼子也。其实，不但入门看不起此类人，我们黄忠义了。炮筒子，汝好好在这里接受来自汝同胞之审判吧。老哥，叫他们别打了，自己人，我认识他，他是自己人。不亮，没事吧？没事，没事，真没事，真没事。他是自己人，我给大家介绍一下，这是独立团的战士孙国亮，是团长的警卫员。啊，同志，对不起，误会了，下手重了。啊，没事没事，打得好，打得好，这样显得真实，要不他们会怀疑的。没事，你们这样打我呀，才不会暴露我的身份，我可是冒充炮筒子进来的。哦，真没事，真没事，真没事。哎，掩护一下。国亮，你跟我说，现在是什么情况？我是和信芳一起来的。情况非常紧急，也没来得及请示团部。信芳告诉我，他也是假冒的，真正的信芳是煤机关的间谍，现在已经被军统给控制了。消息可靠？可靠。我看过军统给他的密电，上面说，明天陆军巡视员穿口挺阔会到虎头山做例行巡视。其实这个穿口挺阔也是煤机关的间谍，他还是跟信芳交换情报。
他认识新方。对，他是新方的上级，所以明天他一到，向老师就会报。那这个贾信芳为什么会帮我们？他是想完成自己的任务。其实信芳是直接受命于戴笠的，这次来的任务是刺杀横尾阔。哦，现在团部在什么位置？他们去北线增援兄弟部队了。哎，对了，孔老师，信芳让我告诉您，这儿的暗号是冯丹加一，冯双加二。冯丹加一，冯双加二，这样我出去就应该没问题了。孔老师，嗯，那咱们外边还有多少兄弟？加上大河还有孔元，一共有四个。我想知道团部会怎么接应我们。今天敌人已经把谭厂长带走了，我担心情况会继续变坏。团部只要收到孔老师的预定时间和鬼子的布防图，就可以总攻。哎，对了，孔老师，到时候我们这些人怎么转移？你跟我来。国亮，这后面有一个密室，现在我们准备挖一条地道，然后通往一个古墓。等团部接应我们的时候，所有的人都转移到古墓里边。哎，那孔老师，那您晚上怎么出去啊？从这上面，这么高，那只有壁虎才能爬上去啊！一个人不可能，十个人也不可能，但是我们这里有上百个人，根据概率，七十个人以上的群体，就包括了全世界所有行当的因素。我想，我们这里一定能有一个能工巧匠，能让我从这里出去。Wagner, hören Sie auf. Ich flehe Sie an. Wagner, hören Sie jetzt auf. Ich flehe Sie an. Was machst du? Ich werde dich dem General Heng Wei-Kuo melden. Professor Wagner, er ist die Kommilitone. Was meinst du? Er heißt Tan Zhen. Er war in der Universität Dresden. Sie beide, sie und er, sie sind wirklich Kommilitonen. Nach dem kleinen Weltphänomen können alle zwei Menschen in Verbindung sein in der Welt. Das ist nichts Neues. Wie kann ich Ihnen das erklären, Professor Wagner?Bitte geben Sie mir 30 Sekunden. Lassen Sie mich Ihnen Ihren Kollegen vorstellen, der dort auf dem Bett liegt. Er verlor seinen Vater mit 2, seine Mutter mit 3. Sein Vater starb im Krieg, seine Mutter an einer Seuche. Seine Großmutter kümmerte sich um ihn. Sie ist eine Frau mit Lotusfüßen und zog ihn auf, indem sie Müll sammelte. Danach konnte er nur noch auf die Straße, zum Betteln, auch im tiefsten Winter. Eines Tages ist er fast erfroren. Ein deutscher Missionar namens Braun rettete ihn. Er besuchte eine Schule. Tanjin, er ist sehr klug.Und sehr fleißig und konnte durch die Empfehlung Brauns nach Deutschland gehen, an der Universität Dresden studieren. Tang Jing ist jetzt, weil er so gut war, einer der besten Ingenieure der Welt. Wenn Sie ihn jetzt töten, werden Sie ihm das Leben nehmen. Nehmen Sie nicht nur ihm das Leben.
dann ist es so, als würden sie seine Eltern, seine Großmutter und ihren hervorragenden Landsmann umbringen. Sie würden auch das Wissen zerstören, das er an der Universität Dresden erlangt hat. Sie würden der Welt dieses Leben nehmen. Sie als Wissenschaftler können das unmöglich wollen. Danke, Herr Wagner. Danke. Frau Schindfang, das ist das erste und letzte Mal. Ich will das nächste Mal Ihre Meinung und Äußerung nicht mehr hören. Ich bin kein Engel und ich kann nicht jeden retten. Aber woher kennen Sie ihn überhaupt? Ich war auch in Deutschland. Seine Geschichte, die kennt da jeder chinesische Student. Lassen Sie ihn zurück in die Zelle bringen und geben Sie mir Wasser.叫人把标本抬回去。标本没死。谁说标本一定要死？请珍惜我的标本。这个是瓦格纳教授的意思。Frau Schindfang, das Wetter ist heute sehr schön. Leider müssen wir arbeiten. Keiner kann das schöne Wetter genießen.去隔壁，在隔壁。隔壁。老梁，把国亮接出来。童子，我们这里没有炮筒子。听说炮筒子在隔壁。隔壁是季常的隔壁吗？你去隔壁的房间。随我来。哎哎哎哎！去哪儿啊？去哪儿啊？输了，现在比刀
我只会用菜刀，这个刀不会用。会不会吃饭？饭当然会吃，这饭量还挺大的。会吃饭，只会洗刀。登山君，日本建党的精神不是为了复仇，而是为了征服。先把他送回去吧。道理我懂，但不知为何我做不到。胸中总有一股怒气，做不到，还是不懂。我们来到中国，不是为了逞个人之勇，而是要做这片土地的主人。如何才能反客为主，知道吗？爷，不是让他们怕，而是让他们服。日本的剑道精髓不在于剑，而在于道。要做到不怒自威，不然的话，你无法征服这个源远流长的民族。嗨，伤不怪你，陈山过来失足突然，但鬼作是一项怪癖怪症，大家小心啊。心浮气躁，不得要领。回去换衣服去吧。我们出去散散心。嗨。幸亏侯玉和来得及时，要不然这刀下去，我这擒拿手以后只能抓鸡了。孔老师，老毛说他也许可以试一试。老毛，你有什么办法？孔老师，我老家是安徽的，以前过年的时候，我们那儿爱玩叠罗汉，几个村子的人凑到一起比赛，看谁能够叠得更高。那这个平台能叠几层？
四层。这个高度。六层。老莫，在叠罗汉的历史，最高能叠几层？九层。但听我们那老辈人说，几百年没有人能够叠到九层了。就算五层，也不是我们叠出来的，是我爷爷那辈人叠出来的。咱现在不说你爷爷那辈，就说你这一辈，你见过叠罗汉最高能叠几层？练习的时候可以叠到五层，但比赛最多叠到四层，一手忙脚乱，重心就保持不了。叠罗汉人少了不行，但人多了心不齐。嗯，好，那今天我们就试一试叠罗汉。好的。对了，咱们这里有没有学过建筑工程？有，戚广平。那他学过建筑结构设计？学过。好，今天你让他设计一个六层的人群结构。好的。关于人员，老师，我一会儿就去挑选几个身强体壮的人当底座。好。你们这里谁是负责？我们谭厂长。除了他还有谁负责？我。好，检查一下，看看他还活没活着。厂长活着。好，我们交给你们是一个活人，如果他死了，那个德国佬回来跟我们追究责任，对我们没有关系。找水啊！低估了炮筒子几公分，给你丢脸意。你不光低估了炮筒，你还高估了你自己。将军的批评的对耶。偌大一个中国，凭你三拳两脚，怎么能够踢得开呀？还那天一搭手，他把你摔了个跟头，我就知道你不是他的对手。知道我为什么让你再次跟他交手吗？我希望你再摔一次跟头。天外有天，人外有人。林教了。上马。去哪儿？带你去散散心，让你长长眼力。
慢一点。厂长，感觉怎么样？哎，去阎王爷那里啊，转了一圈又回来了。没事，厂长，他们是不是拿你做人体实验了？孔老师，我觉得我们的处境啊很危险。根据我看到的情况，他们还会继续拿人体做实验的。